Liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, ich bin Götz Galuba, 36 Jahre alt und seit Oktober verheiratet. Seit 8 Tagen bin ich stolzer Papa, da bin ich selbstverständlich total objektiv, schönsten kleinen Knaben der Welt. Ich bin Diplomphysiker, habe im Nebenfach Informatik studiert und ich verspreche Ihnen in meiner Rede nicht nur analytisch abstrakt zu bleiben. Physiker sind dafür bekannt, gut in Mathematik zu sein, und so kann ich mir auch ausrechnen, dass meine Kandidatur heute nicht die aussichtsreichste ist. Dennoch möchte ich Ihnen ein Angebot machen, das sich stark von Jörg Behlen und Christian Lindner unterscheidet. Im September hat die FDP eine verheerende Wahlniederlage einstecken müssen. Dass die FDP vom Wähler abgelehnt wurde, heißt auch, dass wir keine Bundestagsfraktion mehr haben und insbesondere keine Bundestagsfraktionsmitarbeiter mehr und dass das Thomas-Dehler-Haus in Zukunft auch weniger Arbeit schultern können wird. Das sind wichtige Infrastrukturteile, die uns wegbrechen, aber es sind glücklicherweise nicht die einzigen Infrastrukturteile, die wir hatten. Im Gegensatz zu anderen Parteien haben wir über Jahrzehnte die Geschicke dieses Landes mitbestimmt und deshalb haben wir eine riesige Anzahl von Mitgliedern, die viele politische Fähigkeiten und Fachkenntnisse erworben haben. Das und das ungebrochene Engagement dieser bestehenden Mitglieder sowie der Elan der vielen Neuen ermöglicht uns gerade jetzt, unsere Partei, die Freie Demokratische Partei, neu zu denken, unsere Partei von unten zu erneuern. Die letzten Jahre der Partei waren von sehr aggressiven inhaltlichen Debatten und einem vergleichsweise schnellen Wechsel des Personals geprägt. Die Frage, wie die Partei sich strukturell erneuert, wurde verdrängt. Wie bleiben ihre Prozesse dauerhaft fähig, sich in der politischen Landschaft zu behaupten? Ich kandidiere zum Bundesvorsitzenden, um Ihnen das Angebot zu machen, den notwendigen strukturellen Neustart durchzuführen. Zu Recht fordern wir Liberale ein, dass in der Wirtschaft Dienstleister und Produzenten ihre Verfahren immer wieder dem bestehenden Markt anpassen und optimieren müssen. Der Schritt zur Idee, dass wir unsere Abläufe immer wieder einer umfassenden Qualitätssicherung unterziehen, liegt meiner Meinung nach nahe. Meine Hauptanliegen sind deshalb die Umstrukturierung des Bundesvorstands zu einem echten Arbeitsgremium, effizientere programmatische Arbeit und Transparenz. Um diese Dinge konkreter und auch ohne Anspruch auf Vollständigkeit hier vorzutragen, möchte ich beginnen mit meinem Konzept für einen Vorstand als reines Arbeitsgremium. Das beinhaltet erstens die Benennung von Verantwortlichen innerhalb des Bundesvorstands, die sich um jeweils ein Projekt kümmern, für dieses Projekt die Verantwortung haben und sich selbst um ihre Mitstreiter kümmern. Rechenschaftsberichte aller Bundesvorstandsmitglieder darüber, ob Ziele erreicht oder verfehlt wurden. Die Abschaffung der Kurfürstenliste, ob dann Landesverbände, die sonst gar nicht im Bundesvorstand vertreten werden, noch ein zu kooptierendes Mitglied benennen dürfen, darüber können wir gerne reden. Auch das wäre nämlich transparenzförderlich. Und die Einführung eines Ombudsmitglieds als Ansprechpartner der Mitglieder und als Wachhund der Beschlusslagentreue. Mein nächster Punkt ist, dass wir verbessern müssen, wie wir vor, auf und auch zwischen Parteitagen programmatisch arbeiten. Urabstimmung über das Topthema des Bundesparteitages anstatt eines vom Bundesvorstand eingebrachten Leitantrages. Dabei mehrere Phasen von Konsultation und Konsolidierung intern wie extern, damit wir eben nicht erst auf dem Parteitag 200 zum Teil ähnliche Anträge haben. Im Wahlprogramm waren auf digitalem und analogem Weg 800 und mehr Anträge machbar. Technisch ist also schon jetzt vieles möglich. Und ich behaupte sogar, dass wir dort weiter sind als die Piraten, denn es haben sich bei uns mehr Leute einbringen können, und tatsächlich in flacheren Hierarchien als bei den Piraten, die ständig dafür gelobt werden, dass sie angeblich so flache Hierarchien hätten.
Weg von den Parteitagen als Medieninszenierung, sogenannten Feldgottesdiensten, bei denen echte programmatische Willensbildung zu kurz kommt. Ich finde diese Form von Brot und Spielen eher abstoßend. Es ist auch nicht unser Job, schöne Bilder zu produzieren. Unser Job ist politische Willensbildung. Und damit unsere Parteitagsbeschlüsse optimal unsere Partei weiterbringen, brauchen wir eine Beschlusslagensammlung auf der Homepage. Als drittes noch wenigstens zwei Punkte zu Abläufen unserer Partei, die transparenter sein könnten. Der langfristige, und entgegen der jungen Liberalen fordere ich den langfristigen Verkauf von Unternehmensbeteiligungen und Urwahlen oder doch zumindest eine Kombination aus Basisbefragung und Delegiertenversammlung bei der Kandidatenaufstellung. Bei meiner Kandidatur, die vom Gedanken getragen ist, dass die Mitglieder schon wissen, was sie wünschen, darf eines nicht übersehen werden. Wann immer wir anklagend mit dem Finger auf Präsidium und Vorstand zeigen, klagen wir uns auch selbst an, in der Vergangenheit nicht genug gegen Fehlsteuerung und Fehlanreize getan zu haben. Wir alle haben diese Partei in den Händen, nicht nur einige wenige tragen sie. Emanzipation der Mitglieder beginnt mit dem respektvollen Umgang miteinander. Sie umfasst sicher auch, dass wir alle uns überlegen, wie wir als Liberale noch selbstbewusster vor Ort auftreten können, vor Ort, dezentral, und welche Projekte wir dezentral anstoßen können. Dabei ist es sicherlich auch hilfreich, wenn wir einmal nachschauen, ob unsere Selbsteinschätzung laut der Beitragsordnung stimmt. Denn bei kleinen Mitgliedsbeiträgen geht der Betrag komplett an die höheren Gliederungen. Für selbstbewusste Arbeit der Ortsverbände bleibt entsprechend weniger. Dies gilt insbesondere, weil wir auch Geringverdiener, Schüler und Studenten in unserer Partei dringend brauchen, die nur einen reduzierten Beitrag zahlen können. Bei der Kandidatenaufstellung oder Kandidatenvorstellung auf dem Landesausschuss in Berlin hat mir Christian Lindner angeboten, in Zukunft in der Kommission, die sich mit der Reform unserer Partei beschäftigt, mitzuwirken. Das freut mich. Aber darum, dass ich von Christian Lindner als wahrscheinlichsten zukünftigen Vorsitzenden dieses Angebot bekomme, geht es leider nicht. Es gibt viele andere Parteifreunde, die ebenso gute Ideen für Reformen haben. Ich habe mich sehr über die Thesen von Arian Kriech in Bayern und die Ansätze von Daniel Fürst, dem neuen Generalsekretär der bayerischen FDP, aus der letzten Woche gefreut. Ich habe einen Beschluss der FDP Emsjade übersandt bekommen, der mich beim Lesen aufmunterte. Ich habe konkrete Projekte genannt bekommen, wo nordrhein-westfälische Mitglieder Mitstreiter suchten. Es gab Mitglieder, die ich jederzeit um Rat und zu Fragen bezüglich der bestehenden Werkzeuge innerparteilicher Demokratie fragen konnte. Ich bedanke mich dafür insbesondere bei Richard Böck. Ich habe Mitglieder kennengelernt, die sagen, mein Engagement hängt nicht an einem Amt, egal wie es ausgeht, ich unterstütze die Ideen von Götz. Danke dafür stellvertretend für die vielen anderen an Stefanie Eilers aus Niedersachsen. Diese Bewegung in der Partei hat mir auch viel Kraft gegeben, heute hier zu Ihnen zu sprechen. Gerade weil es zwar heute auch um mich geht, langfristig aber eben nicht, habe ich in den letzten Wochen meine sozialen Netzwerke online wie offline vor allen Dingen genutzt, meine Denkanstöße zu formulieren. Die Mehrzahl davon als Frage oder These mit der Bitte um Kommentare. Über 30 Fragen zu komplett unterschiedlichen Themen der Struktur mit über 200 Antworten in Kommentaren oder persönlichen Mitteilungen. Mehr als 60 verschiedene Personen haben sich eingebracht. Es gab wohlwollend neidischen Zuspruch, sogar von politischer Konkurrenz. Damit meine ich nicht Christian Lindner oder Jörg Behlen, sondern Mitglieder anderer Parteien. Wenn ich als jemand, dessen höchstes derzeitiges Amt der Kassenprüfer im Bezirksverband ist, schon so viel sachlich gutes Feedback bekomme, stellen Sie sich bitte vor, was geschehe, wenn das alle Mitglieder in einem gemeinsam koordinierten Aufwand machen. Diejenigen, die internetaffin sind auf Facebook, Twitter, Google+, diejenigen, deren soziale Netzwerke zum Beispiel offline in Skat, Sport oder Elternvereinen stattfinden, dann dort. Wenn wir mit genügend offenen Fragen an unsere Parteifreunde und vor allen Dingen unsere Freunde außerhalb der Partei herantreten, jedes Mitglied würde zu einem Nervenende werden und Wünsche und Ideen, die besonders häufig und stark an uns gerichtet würden, würden uns in den Monaten danach prägen und erneuern. Natürlich
sind viele Mitglieder schon lange engagiert in Vereinen vor Ort und auch dort als Liberale geoutet. Die Rückmeldung, wie die Menschen in unserer Umgebung ticken, versanden aber oft in unseren Gremien und Strukturen. Wir Liberale können nicht länger der stolze Adler oder Albatros sein, der frei, aber weit über den Köpfen der Menschen nur in bundesweiten Themen und im Fernsehen schwebt. Wir müssen jetzt eher sein wie der azurblaue Feigefrosch oder präziser Baumsteigerfrosch. Warum? Wir sind klein und wir werden auch nicht dadurch größer, dass wir uns aufplustern. Wir sind im Urwald zu finden, gerade da, wo es stickig ist und heiß hergeht. Wir klettern aus eigener Kraft und ausschließlich aus eigener Kraft an Bäumen, die um uns herum wachsen. Und wir sind etwas giftig. Ich zumindest bin es, wenn ich sehe, was die Große Koalition im Koalitionsvertrag beschließt. Im Lexikon müsste unter Gegenteil von Generationengerechtigkeit ein Verweis auf diesen Koalitionsvertrag zu finden sein. Wie soll ich nicht giftig sein und einer Regierung vertrauen, die keinem einzigen Bürger vertraut, wie sie mit der Vorratsdatenspeicherung deutlichst genug zeigt? Aber genug über den politischen Gegner. Wir Liberale werden nicht wählbarer, indem wir uns darauf konzentrieren, was die anderen alles falsch machen. Wir werden keinen Erfolg haben, wenn wir sagen, die Menschen werden uns schon vermissen, ohne unserem alten Trott zu entsagen. Eine programmatische Grundlage für den Neustart haben wir. Das Wahlprogramm war zwar nicht perfekt, hier und da passten die Kapitelübersichten nicht ganz zum Eingemachten dahinter. Die Richtung stimmte hingegen im Wesentlichen. Die Karlsruher Freiheitsthesen wiederholen sich in Teilen stark. Der nur Naturwissenschaftler in mir findet das nicht unbedingt schlimm. Redundanz schafft Ausfallsicherheit. Ich zumindest habe weder im Wahlkampf noch danach jemanden getroffen, der sagte, ich würde euch ja wählen, aber ich habe das Programm gelesen und das Programm ist doof. Allerdings müssen wir in Zukunft auch noch mehr darauf achten, in unserer Sprache noch einfacher zu werden. Da bin ich sicherlich nicht Vorreiter. Das bedeutet aber nicht, dass ich nicht sehe, wie wichtig es ist, dass wir nicht als die Partei der Realitätsfernen aus dem akademischen Elfenbeinturm gesehen werden. Sprachbarrieren haben viel mit Zugang zu Politik zu tun. Sprechen wir abstrakt von Friedrich Hayek und Karl-Hermann Flach, ohne konkret aufzuzeigen, was wir heutzutage daraus folgern, verlieren wir das Interesse unserer Zuhörer. Es hat nichts mit Dummheit zu tun. Wenn man die liberalen Klassiker nicht gelesen hat, man kann durch eigenes Denken zu denselben Schlüssen kommen. Die Klassiker können für selbstständig Denkende eine wunderbare Abkürzung und Bekräftigung sein. Mehr dann eben auch nicht. Bevor ich zum Schluss komme, möchte ich doch noch einmal darauf zurückkommen, wie ich, wenn ich gewählt werde, meine Führungsaufgabe sehe. Über die Arbeitsweise meines Vorstandes habe ich schon gesprochen. Es verbleibt unter anderem meine Wirkung auf die Bundesgeschäftsstelle. Das Thomas-Dehler-Haus wird in meiner Amtszeit vor allen Dingen die Aufgabe haben, die einzelnen Mitglieder und Ortsverbände in ihrem Wirken zu unterstützen. Die Bundespartei kann nicht mit dem einzelnen Bürger in den Dialog treten. Das einzelne Mitglied kann es sehr wohl. Der Bundesparteizentrale kommt mit dieser Betrachtung die Rolle zu, diejenigen Verfahren und Werbemittel, die an der Basis entstehen, zu sammeln. Sie kann so einmal geleistete Arbeit den Mitgliedern zur Verfügung stellen. Dabei kann die Bundesebene technischen Sachverstand einbringen und Schritt für Schritt der Verbesserung dienen. Bitte verzeihen Sie mir, wenn ich für diese Grundidee hier die englischen Schlagworte Best Practice and Bottom-Up Design einwerfe. Dazu gehört auch, dass wir viel zu sehr als Macho-Partei wahrgenommen werden. Das verwundert auch nicht, da wir hauptsächlich männliches Führungspersonal zeigen und innerparteilich Parteifreundinnen viel zu oft nicht auf Augenhöhe begegnen. Chauvinistische Sprüche gehören leider immer noch zum guten Umgangston. Frauenförderung wird oft so behandelt, als ob wir da unbeholfenen Menschen an die Hand nehmen müssten. Und darum geht es eben genau nicht. Die FDP muss stattdessen ihre Pfade auch gelebt so gestalten, dass sie Männern und Frauen vom Ortsstammtisch bis zum Bundesvorstand gleichermaßen offen stehen. Weitere zentrale Kampagnen, die selbst am Rand der Hauptstadt die Bürger nicht erreichen, brauchen wir weniger als Verfahren, die mit den Untergliederungen in der Fläche gemeinschaftlich aufgebaut werden. Auf gar keinen Fall dürfen Dinge wie das Antragstool, mit dem die Beratung des Bundestagswahlprogramms unterstützt wurde, eingestellt werden.
Meine Kandidatur steht im Zeichen von gelebter Mitgliederbeteiligung. In diesem Zeichen können wir jetzt als außerparlamentarische Bürgerinitiative neu starten und im Zusammenspiel mit der Zivilgesellschaft aufs Neue wachsen. Für diesen Anspruch trete ich an, und wenn Ihnen dieses Ziel so wichtig ist wie mir, bin ich Ihr Kandidat. Deutschland braucht eine Partei, die liberal ist. Eine Partei, die sich liberale Ordnungspolitik, Bürgerrechte und soziale Mobilität auf die Fahnen schreibt und sie im Alltag nach innen und außen lebt. Gerade auch, indem sie den Mitgliedern viel zutraut. Liebe Parteifreunde, lassen Sie uns diese Partei sein. Für dieses Unterfangen bitte ich um Ihre Unterstützung. Danke.